Als war. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich sehe gerade hier Highlighter und Fleek. Besser? Ja, oder? Wir waren gerade einkaufen mit Lena, aber bevor ich alles einräume, spült und ich muss die Sachen hier schnellstmöglich einräumen. Ich stelle euch am besten hin und ihr könnt dann zuschauen. Ich habe mich gerade umgezogen, weil mir so warm war. So, jetzt kann ich euch endlich zeigen, was wir gekauft haben mit Lena. Also viermal Schlagsahne bei Penny. Dann habe ich zweimal Joghurt gekauft, weil ich will gleich kochen. Dann diesen magischen Staubwedel. Wir haben den eigentlich von Swiffer da. Aber ich wollte den mal ausprobieren. Vielleicht ist der ja günstiger. Ich habe gar nicht geschaut, ob der günstiger ist. Aber den von Swiffer habe ich eh verloren. Wie passt das? Und der ist pink. Willst du das haben? Dann habe ich für Lina Milchschnitte gekauft. Milchschnitte isst sie eigentlich alle zwei Tage, drei Tage einmal. Also es hält lange bei uns. Dann Bananen. Bananen essen wir wirklich am Tag drei, vier Stück. Dann Toast. Wir haben ja letztens vergessen, Toast zu kaufen. Habt ihr gestern im Vlog gesehen. Dann waren Cheese Drinks im Angebot. Lina liebt die. Ja, und da wir jetzt nicht beim Türken waren, habe ich die mitgenommen. Ist doch noch nicht sicher, ob wir heute zum Teil rausfahren. Aber dann muss nämlich noch ein paar Sachen klären auf der Arbeit, weil einer von den Jungs in den Urlaub fliegt. Dann habe ich 40 mal dieses Stangeneis. Den Stangeneis gehen immer im Sommer. Wenn man nichts Deftiges will, zum Beispiel irgendwas mit Schokolade, was ich letztens gekauft habe, aber halt was Kühles braucht, finde ich, das geht voll klar. Ist jetzt nicht so gesund, ne? Aber bekommt ihr auch nicht wieder, sondern hier. Ja, und dann habe ich nochmal bei den Dingens Kick diese Feinstrumpfhose gekauft. Und, Lina, das ist nicht dein Ernst. Schaut mal, was sie macht. Napius not das hin? Nein. Das ist doch keine Gabel. Ist das eine Gabel? Wer ohne Banner? Wäsch? Lina, das ist zum Saubermachen. Oh, okay, Leute, bis gleich. Du bist eine Gurke. So, und Lina hat diesen Wauwau bekommen. Richtig süß, oder? Wauwau. Sie hat ihn die ganze Zeit gestreichelt und geküsst. Auf dem Weg nach Hause. Jetzt muss ich das beides nochmal sauber machen. Danke, Lina, dafür. Gigi? Ja, das ist ein Wauwau. Das ist eigentlich kein Wauwau. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ist das ein Stinktier? Ist das ein Stinktier? Lina, hast du Kacke gemacht? Nein, es stinkt aber. Nee, hast du nicht. Soll die Kamera ihn auch küssen? Okay, dann spiel du weiter. Eine macht Mama, ja? Okay, das reicht, Maus. Das reicht. So, unser Essen ist fertig aus der Kochbox. Aber ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wie das schmeckt. Aber wir haben keine andere Wahl, wir müssen das essen. Das ist eigentlich ein vegetarisches Gericht. Aber wir haben jetzt noch Hähnchen von gestern mit reingetan. So sieht das aus. Und das kommt zwischen das Fladenbrot. Und dazu gibt es noch diese Soße mit Joghurt und Dill. Ja, du kriegst jetzt. So, es gab noch eine Soße. Das war mit Tomatenmark.
Joghurt und Schafskäse, aber das hat richtig schlecht geschmeckt. Also, Audrey hat es probiert und meinte, ne, niemals. Deswegen habe ich das jetzt leider entsorgen müssen. Aber diese Soße schmeckt sehr, sehr gut. Aber das Rezept findet ihr in dem Video, wo ich die Seiten alle verlinkt habe. Also wir lassen uns das jetzt schmecken und sagen euch, wie das geschmeckt hat. So, und wie schmeckt es? Schmeckt aber, wir haben zu viel Salz reingetan. Findest du nicht? Weil er meine Zunge bringt, ja. Voila, bei mir ist gar nicht zu viel Salz. Das ist mein Brot, aber das schmeckt unnormal lecker, Leute. Lina, schmeckt es dir auch? Ja, ne? Dein Mund ist voll. Aber ehrlich, das ist perfekt für den Grill. Sommer. Abendessen. Und wir werden das 1000 Millionen % nachkochen, auf jeden Fall. Ist auch ein sehr einfaches Rezept. Da kommt nur gelbe Zucchini rein, dieses rote Paprika, Zwiebeln lassen wir nächstes Mal weg. Dann kommt Schafskäse rein, Pfeffer und Salz, das war's. Und statt diese rote Paprika, die grünen, werde ich die grünen reintun, weil die roten schmecken irgendwie ein bisschen komisch. Das sieht zwar gut aus mit roten, aber schmeckt. Und die gelben Zucchini habe ich das erste Mal probiert, die schmecken echt sehr, sehr gut. Ja. Vergiss es, du darfst nicht aufstehen. Also mir schmeckt auf jeden Fall. Und ich kann auch gerne nachmachen. Und das schmeckt auch sehr, sehr gut. Also das ist ein vegetarischer Döner. Schatz, wir haben doch Hähnchen reingetan, was für vegetarisch? Eigentlich ist das vegetarisch, aber Hähnchen ist ja von uns. Krass, und Moment, Leute, ich muss euch was sagen. Also zwei Leute haben mich ernsthaft gefragt, ob wir Schwein essen. Also wenn ihr ein bisschen nachdenken würdet, würdet ihr wissen, dass wir noch nie Schwein gekauft haben. Und ja, in der Box war Schwein drin, aber ich bin extra zum Fleischer gerannt und habe Rinderfilet gekauft. Und Audra hat das Schweinefleisch Bräusch gegeben. Nee, ich habe Zeni gegeben. Ja? Bräusch wollte das nicht. Der meinte, wir essen auch nicht so gerne zu Hause Schwein. Ja, aber. Ja, weil die Deutschen sind, das bedeutet nicht, dass wir Schweinefleisch essen. Ich wollte das unserer Nachbarin geben. Ah. Ich habe geklingelt, die war nicht zu Hause. Und dann meinte Audra, ich gebe das Bräusch. Jetzt hat's Jenny. Ja. Morgen, ihr Lieben. Upsa. Ah, eine Milchschnitte. So, wir fahren jetzt Toys R Us. Okay. Von da aus zu Mama. Und was noch? Danach wollten wir essen gehen. Ja, meine Mutter ist krank, deswegen wollten wir mal vorbeischauen. Jemand hat geschrieben, schön, dass ich dich gefunden habe. Liebe Grüße. Oh, wie süß. Ja, auf jeden Fall packe ich jetzt meine Tasche. Und. Vielen Dank, das ist schön, dass wir euch gefunden haben. Okay, wie hat sich das gerade angehört? So schwulisch. Ja, bitte. Schön, dass du das gemerkt hast. So. Langsam ran. All my shoes. Lina, bist du bereit? Boah, wie das stinkt, ne? Ja. Boah, wenn es warm ist. Tür. Leute, wir sind drei Personen und haben innerhalb einem Tag immer eine volle Mülltüte. Ist das bei euch auch so? Schreibt uns das in die Kommentare. Ob wir auch jeden Tag eine volle Mülltüte haben. Also so ein 120 Liter Beutel ist halb voll. Aber wir haben auch viel Karton oder so. Yes. Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, haben wir voll den Müllberg.
There's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore. Oh no, 'cause you only bring me Friends kaufen sollen. Ich zeig euch das mal von nah. Und zwar Dale hier. Lina liebt ja Hunde. Mal schauen, wir machen noch eine Runde und dann entscheiden wir uns. Ja. Was ist? Du musst drücken, damit das angeht. So, Lina hat jetzt diesen Hund hier bekommen, diese Katze und ein Planschbecken, aber was Kleines. Ich zeig euch das mal. Nino, hallo. Den hier, den gab es auch nur noch einmal. Der hat, glaube ich, 10 Euro gekostet, also 9,99 Euro. Und ja, mal schauen, wie der so ist. Das war der größte, der so jetzt von der Höhe aus gut ist. Oh, es ist so warm, Leute. Es wird immer wärmer und wärmer und wärmer. Das stimmt. Ups, ich bin zu nah. Das stimmt. Aber du machst deine Katze auf, ne? So, wir fahren jetzt auf jeden Fall zu Mama. Und dann mal schauen. Lena. Mal schauen, mal schauen. Lena. Da ist Lena's Hund. Hi. Hi. Wow, wow. Gigi. Will Gigi ab? Lena, Gigi ab? Jetzt hast du endlich einen echten Hund. Hi.
Also der war runtergesetzt von wie viel? 60. Von 60 auf 40. Ja. Wir in Nippes bei Kaufhof und Deichmann. Hier ist ein Unfall passiert. Seht ihr das da? Ich glaube, der Mann ist gestorben. Oh Mann. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall sag mal in die Kolbstraße. Wir fahren jetzt auf jeden Fall was essen. Ich weiß nicht. Schatz, guck mal, du musst jetzt rechts. Nee, du bist falsch gefahren. Guck mal, du musst jetzt hier rechts. Siehst du diesen blauen Schild? Von da rein und dann kannst du da umdrehen. So. Lina spielt hier mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung mit was. So, wir sind jetzt zu Hause, ne, Linosch? Und Lina hat einmal das hier bekommen und einmal das. Ne? Linosch? Wo ist dein Wauwau? Wauwau? Geht Wauwau ohne Getreide? Anne? Ja, Anne. Geht's dir? So, ihr Lieben, Furkan ist jetzt bei uns. Ja, und wir waren gerade einkaufen, weil ich muss hier für ihn kochen. Auf jeden Fall habe ich bei Ernstings Family für Lina diese Jacke gekauft. Und Leute, bei Ernstings Family gibt es 50% auf reduzierte Sachen. Findet ihr die Jacke nicht schön? Von 25 Euro auf 20 runtergesetzt, plus 50% habe ich nur 9,99 € bezahlt. Ich finde die Jacke mega, mega schön. Ja, hier, dieser Reißverschluss ist grau und das ist Größe 89, hat hier zwei Taschen und das passt auch perfekt zu, wie sagt man, also das wird perfekt im nächsten Frühling oder, also nächstes Jahr im Frühling oder im Herbst passen. Sehr, sehr.
So, dann habe ich mir von Deichmann diese Schuhe gekauft, also diese Latschen für draußen. Ja, die sind ganz bequem. Und die haben 8,45 Euro gekostet, waren runtergesetzt von 16,90 Euro, glaube ich. Wenn nicht sogar teurer, keine Ahnung mehr. Und die sind echt bequem. Ich habe die nicht gesehen, meine Mutter hat die gefunden und meinte, nimm die mit. Dann habe ich die mitgenommen und ich werde die morgen anziehen. Yes. So, jetzt zeige ich euch, was wir gekauft haben. Erstmal ganz gesund Bananos. Und Leute, ja, ich bin gut drauf seit Tagen, weil das Wetter so schön ist. Dann Blumenkohl. Ich habe Lust auf Blumenkohl. Deswegen gibt es auch Blumenkohl für ihn. Dann habe ich mir Himbeeren ausgesucht. Dann einmal Kirschen. Und Futter kann ich aussuchen. Einmal diese Kinderparade. Da sind mehrere verschiedene drin. Und einmal Truppi Frutti. Dann zweimal Eisbergsalat. Das war reduziert für 39 Cent. Zweimal, sorry. Dann einmal Mentos. Lina hat schon eins gegessen. Strohhalme habe ich geholt. Lina liebt es irgendwie aus Strohhalm zu trinken. Mir ist so warm. Gian. Dann eine Packung Marshmallows, Brausebonbons und noch was. Noch was. Noch was. So, und dann haben wir noch einmal. Also Furkan wollte Kirschsaft haben, dann habe ich ihm gesagt, sollen wir nicht Kiba machen, er wusste nicht, was das ist, dann habe ich gesagt, okay. Also einmal Bananensaft, einmal Kirschsaft und, Furkan, wir müssen Eis in den Kühlschrank tun. Ja Leute, das war's und ja. Und Furkan hat sich noch Active O2 gekauft, ne? Active O2. Ja, mit Zitronengeschmack. Das war's auch, mehr haben wir nicht gekauft. Ich habe gerade gekocht. Was heißt gekocht? Nichts Großartiges. Furkan hatte Lust hier auf Blumenkohl. Und ich habe ein bisschen Pommes dazu gemacht, falls es doch nicht reichen sollte, weil ich habe echt nichts dazu gemacht. Ich habe jetzt unsere Gläser fertig. Da kommt jetzt Kiba rein. Und dann essen wir was. Und Audel ist noch beim Fußball. Also schaut Real Madrid gegen Juventus und 1-1. So ihr Lieben, bevor ich jetzt diesen Vlog hier beende, ich habe nämlich gestern vergessen, mich zu verabschieden. Wollte ich Alperen und Metehan nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich habt ihr ein gesundes, langes, fröhliches Leben vor euch. Und somit verabschiede ich mich jetzt von euch und beginne direkt den nächsten Vlog. Tschüss!